Menschen die Einladung mitgenommen haben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich hab mal... Okay. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? 600 Meter wieder? Nichts Besseres. Ah, Verzeihung. Ah, da hab ich auch noch so eine Kutsche erwischt. Uiuiui. Ja, wahrscheinlich ist die Frau am anderen Ende der Welt. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Auf jeden Fall habe ich geguckt. es sind nur noch vier Quests. Wir sind jetzt in einer. Daher würde ich einfach sagen, ich beende das in dieser Aufnahme. Ja, wir beenden das. Wir ziehen das jetzt einfach durch, weil würde ich... Das ist ihre Spur. Allein würde ich jetzt schon einen Cut machen, würde ich in der nächsten... Mach langsam! Aufnahme vielleicht 6 Folgen nur haben oder so. Das ist ja. Ist ja nix. Oder wenn ich Pech habe, sogar nur 4. Oder weniger. Gut. Weniger. Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Ernährt ihre Frauen und erledigt ihren Haushalt? Nein. Das machen sie ganz alleine. Und deshalb sage ich, das Geld, das sie verdienen, darf nicht an den Staat gehen. Das ist blöd. Okay, das geht nicht. Geht das jetzt? Nee. Ach, los, dann geht ganz hoch. Mr. Gladstone, wie geht es Ihnen? Sir, es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen. Und weg mit dir. Habe ich echt nichts, mit dem ich irgendwie... Nö. Ich weiß gar nicht, ob das... Ist das Töten, wenn ich ihn da reinziehe? Leider ja. Haltet nach möglichem Ärger Ausschau. Leider ja. Ich versuch's trotzdem. Danke, dass Sie mich und die Partei unterstützen. Wann wird Mr. Disraeli den Kampf aufgeben? Er ist doch chancenlos. Attentat. Wir brauchen mehr Moral in der modernen Politik. Oh ja, das tun wir. Ich kann das machen. I suspect that violence is having a bit of fun, is he? Lalalala. Aha, ich bin ja nicht so blöd. So, den muss ich beachten und den hier. Krieg ich beides hin? Krieg ich hin. Wieso hat er eigentlich seine Einsatzkarte da hingelegt? Ist er irgendwie bescheuert? Wenn der irgendwo dort rumgammelt? Alter, willst du mich verarschen? Jetzt kommt der auch noch. Ah ne, der geht wieder. Au. Wieso kann ich denn nicht hochspringen? Ich hoffe, du landest in einer kalten Zelle. Hab ihn! Tja, das muss man erstmal hinkriegen. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Jetzt habe ich dich. Ich schätze, den finde ich nicht mehr. Tag Leuten hinterher, ja, schätze ich auch, dass du nicht mehr findest. Ich habe freie Sicht.
mal, wie der Angsthase wegläuft. Ich hab dich im Visier, du Bastard. Woo! Wow! 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 Nein, 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 nein! Nein! Wow! Whee! Schön. Ich wäre da sowieso nicht mehr rausgekommen. Oder einen zu töten. Leider nicht. Aber es war witzig. Hat er mich beim Hochziehen erschossen. Ich habe auch... Habe auch mal beide Sachen neu gestartet, in der Hoffnung, dass die Lags aufhören. Aber so wie ich das gerade mir angucke, sieht das gar nicht mal so gut aus. Das ist dann schon scheiße, wenn das hier nicht flüssig ist. Und das geht ja gerade überhaupt nicht. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Ich glaube, ich muss den PC neu starten. Aber das geht gerade gar nicht. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich hoffe, die Lags haben jetzt aufgehört. Und ich hoffe, das war jetzt in den ganzen Folgen nicht allzu schlimm. Ich habe mir jetzt in der letzten Folge mal angeguckt, das war ja grauenhaft. Lasst Mr. Gladstone nicht aus den Augen. Schon mal ein bisschen vorbereitet, damit das jetzt schnell vonstatten geht. Na? So. Haben wir das schon mal? Ich gehe besser außen rum. Bin jetzt durch Hintertürchen gekommen. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Ja, du hast schon sehr viel Scheiße gebaut. Kann man sagen, was man will. Im Schluss hast du da aber auch sehr viel Produktives gemacht. Muss man leider auch sagen. Wird mir hier kein Weg angezeigt. Ach, jetzt auch. Oh, jetzt brauchst du auch nicht mehr. So ist's recht. Ciao. Mrs. Gladstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, bis sie allein ist. Oh. 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 Okay. Alles klar. Das sind nicht viele Polizisten. Nein. Das ist die Gelegenheit. Gelegenheit, Alter. Ist irgendwie bescheuert. Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Läuft. Die Kutsche der Gladstones nicht beschädigen. Oh, scheiße. Ja gut. Riechen. Wenn ich keine Verfolgungsjagd bekomme. Jetzt muss ich mal gucken. Die Kutsche steht doch hier bestimmt irgendwo. Genau. Da ist er. Nun zu den Einladungen. Also schön, das sieht es aber auch nicht aus. Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben.
Freddy wird wissen, was zu tun ist. War ja klar. Auf geht's. Vorsichtig. Ich mag die Mission jetzt schon nicht. Vorsichtig. Lauf schön weiter. Vorsichtig weiter. Und das auch noch 300 Meter. So weiter. Ruhig. Diesmal nicht, Boys. Diesmal nicht. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Weiter, Mädchen. Na? Hörst du auf? Gut so, mach schon. Vorsichtig. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Wag es erst gar nicht weiter zu laufen, wenn ich hier noch nicht weg bin. Oh. Ah. Ah. Braves Mädchen. Ah. Oh, Gott sei Dank. Sachte. Ist gar nicht mal so einfach. Lauf schön weiter. Ich schreibe mich mal hier kurz ein. So, wie viele Meter noch? Recht. Ach, nur noch 180, das kriege ich hin. Die Hälfte habe ich ja schon mal. Weiter, meine Kleine. Das muss auch irgendwie leichter gehen. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben. Nein! Wow! Auf geht's. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Na, fährt er einfach weiter. So, Vorsicht, ich will nicht an den letzten Zentimeter. Weiter, Mädchen. Abkarten. Geschafft. Innerhalb der Zeit. Perfekt. Was herstellen soll noch einen Handschuh? Alter, jetzt ballern sie aber mit den Handschuhen um sich. Teufelshandschuhe. Uiuiuiui. Ah, und es geht auch gleich weiter. Aber irgendwie wird Eve überhaupt nicht mehr benutzt. Jakob, Jakob, Jakob. Oh, der versucht, will jetzt vielleicht noch was gut machen oder so, ne? Keine Ahnung. Aber er sieht cool aus. Aber nicht so cool wie den, den wir schon haben. Da fehlt uns ja nur noch eine Sache, ne? Zwei Sachen. Das eine müsste ein Outfit sein. Das andere, glaube ich, ein Gürtel. Wir können ja hier schon mal anfangen mit der Mission. Kleider machen, Leute. Jakob trifft Abalain, um zu besprechen, wie Waffen auf dem Ball geschmuggelt werden können. Das hört sich ja mehr so an wie eine durchlaufende Quest an. Ich hoffe, in der letzten Mission können wir dann wieder Eve zocken. Na, was geht, Boy? Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein.
Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Nachdem ich sie geschrottet habe. Hoffentlich bekommt dann irgendwie so eine Cutscene, bei der sie halt komplett zerstört wird. Ja, der Punkt im Haus. Das ist immer schlecht. Und noch schlechter ist, wenn ich falsch abbiege. Ja, da kann ich bestimmt rein. Sollte ich? Könnte ich? Müsste ich? Nicht. Okay. Dann gehe ich nach oben. Nach ganz oben. Alles klar. Moment, da war ich. Sagen, war da eben noch was. Ein Aussichtspunkt. Ernsthaft. Wir laufen jetzt zum Big Ben. Das hätte ich auch ohne Aussichtspunkt hinbekommen. Nee, tun wir nicht. Gut. Übertreiben. Ach, das geht ja eigentlich. Ist alles schön. Schützt. Bloody thieves. Jetzt kommt der hierher. Oh, aber nicht beide. Nicht beide. Perfekt. Und du gehst auch nochmal weg. Zack. Na gut, wie ein richtiger Assassine, ne? Nicht töten. Betäuben. Was? Ich sehe mal besser nach, was das war. Kudos. Hier ist ein Eindringling! Was? Konnte der mich denn? So scheiße. Mann. Jetzt hätte ich auch keinen Bock mehr. Das wird verletzt. Vorsicht. Kann kein Blut auf der Uniform gebrauchen. So. Ich habe mein Ziel! Das hätte man ja mal früher sagen können. Ich werde die Quest noch so schnell zu Ende bringen. Stimmt doch gar nicht. Ich hab gehört, auf dem Ball soll es Kuchen geben. Na, aber nicht für dich. Na, komm schon. Witzchen ab. Läuft. Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Weil hier sonst keine Leichen rumliegen, oder wie? Achso. Wenn man sieht, dass er nackig ist, könnte das Verdacht wirken. Aber wo ist denn hier? Heukarren. Von der Kutsche verstecken. Also muss ich einfach nur rauskommen. Mensch, ich geh mir nicht auf die Eier, ich bin voll gegessen. So, mit.
Lalala. Körper in einer Kutsche verstecken. Andererseits ist ja eigentlich egal, wo ich ihn jetzt verstecke. Merk schon, ich laufe falsch. Kann ich nie rüber? Nee. Boah, ernsthaft. Ernsthaft. Nee, wisst ihr was? Das ist mir jetzt... Da kann ich da lang. Da muss ich aber wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Nee, kann ich nicht. Ich verstecke ihn jetzt einfach da drin. Drauf geschissen. Lauf doch nicht den ganzen Weg mit dem jetzt hier wieder zurück. Piss dich einfach. Freddy, ich bin auf dem Weg. So. Bin ich bescheuert. 100% kriege ich ja sowieso nicht mehr hin. Und ob ich denn das eine schaffe oder nicht, ist dann relativ egal. Da 21 Minuten. Mensch, ich wollte das hier jetzt schnell noch machen. Dann kann ich das nicht einfach so schnell machen. Mann. Aber ich sag schon mal schau. Bis zur nächsten Folge. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch.